Er sagte in einem anderen Hadith, er sagte, تُعْرَضُ الْفِتَنْ عَلَى الْقَلْبِ فِتْنَةً فِتْنَةً. Die Fitan werden dem Herz sozusagen vorgeführt. Oder das Herz des Menschen wird konfrontiert mit den Fitan. Fitna für Fitna. Mit den Fitan ist hier alles gemeint, was den Menschen irgendwie, beeinflussen kann oder ihn anzieht und ihn reizt. Mensch, egal was es ist. Alles, was ihn reizt, alles, was ihn auf die Probe stellt. Alles, was ihn auf die Probe stellt, ist ein guter Ausdruck. Weil das Wort Fitna wird eigentlich in der Sprache, also jetzt vor dem religiösen Kontext, man benutzt das Wort Fitna, wenn du in den arabischen Wörterbüchern nachschlägst, steht da Fatana al-Dhahaba al-Nar. Wenn er das, wenn er Gold, unbearbeitetes Gold hat und das der Wärme aussetzt. Was passiert dabei nämlich? Das Gold wird getrennt von dem ganzen Schlack. Tamam? Der Schlack, der Schmutz und der Dreck, der geht weg und es bleibt das übrig bleibt das klare oder geklärte Gold. Das ist eigentlich der Begriff für Fitna. Und das heißt, man kann sich das jetzt so vorstellen, du wirst, eine Fitna ist etwas, was dich wirklich auf die Probe stellt. Also man verbrennt sich daran. Man verbrennt sich, kann sich daran verbrennen. Und er sagt, dass dem Herzen, das Herz wird konfrontiert mit den Fitnen. Fitna für Fitna. Ja? Bis er sagt dann weiter, die Ausgänge jetzt, ich erinnere mich jetzt an den nächsten Teil des Hadiths nicht mehr ganz genau, er sagte, bis das Herz schwarz wird, wie ein und wie ein umgekehrtes Glas. Wenn du ein Glas umkehrst, da ist kein Wasser drin, du kannst es nicht mehr auffüllen. Na? Du kannst da reinschütten, was du willst, es fließt aber einfach an den Seiten aus. Und das ist der Einfluss, der Prophet spricht hier nicht von einer Fitna, er sagt von den Fitan. Wenn das Herz ständig damit konfrontiert wird, immer wieder wird es damit konfrontiert, deswegen sagt Ibn al-Jawzi etwas ganz Schönes in seinem Buch. Er sagt, As-salamatu min al-fitani la ya'diluha shay. Die Unversehrtheit vor den Fitan ist etwas, dem nichts gleichkommt. Das heißt, was er damit sagen möchte, wenn du dich von einer Fitna distanzieren kannst, dann distanziere dich von ihr und verlass dich nicht zu sehr darauf, dass du dem schon entstehen kannst. Tamam? Denn man kann es einmal, man kann es zweimal und dreimal und viermal vielleicht und vielleicht auch hundertmal, aber vielleicht beim nächsten Mal nicht mehr. Also sich zu distanzieren und halten, er sagt, das ist etwas, dem, ja, nee, etwas, das einen unermessenen Wert hat. Das Verlassen auf sein eigenes Können und Fähigkeiten, das heißt, dass man sich damit konfrontiert, in der Hoffnung, man wird ja schon nicht, man wird dem ja nicht verfallen, das ist ein Fehler, der früher oder später nicht gut enden wird. Und das haben wir auch in dem Hadith, ihr kennt den Hadith der Shubuhat. Kennt ihr den Hadith der Shubuhat? Der Prophet sallallahu sagte, Al-Halal bayyinun wal-Haram bayyinun wa baynahuma umurun mushtabihat. Das Halal ist offensichtlich und das Haram ist offensichtlich. Und zwischen dem Halal und dem Haram sind unklare Dinge. Kennt ihr den? Der Hadith an sich hat zwar jetzt nichts mit dem Thema unbedingt zu tun, aber darin erwähnt der Prophet sallallahu einen Umstand, der hier dem ähnelt. Er sagte, wer sich den Shubuhat enthält, fernhält, den Shubuhat, also den unklaren Dingen, der schützt damit seinen Dien und seine Würde. Und dann sagt er, wer sich aber den Shubuhat nicht enthält, der ist wie ein Hirte, der mit seiner Horde
an einem Grenzgebiet entlang weidet. Es ist möglich, dass man ein Schäfchen auf die Grenze überschreitet, richtig? Mal da nach links geht, weil der hat die ja nicht ständig unter Kontrolle. Der musste ja mal von rechts nach links und mal von links nach rechts bringen. Und dann hat er noch einen Hund, der ihm dabei hilft. Und so ist das auch mit den Elfitern. Also wer sich selbstständig solchen Situationen aussetzt und dann fällt, auf die Nase fällt, der ist selbst schuld.